willkommen zu einer neuen Folge Club 3. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf an diesem Dienstagabend. Ja, kriminelle Jugendbanden, Missbrauch von Gleichaltrigen. Man kann sagen, eine Gewaltspur, die sich durchs Land zieht. Wir sprechen heute darüber in Club 3. Ich darf ganz herzlich begrüßen, Krone-Journalist ist bei mir Christoph Budin, Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und auch Gerichtspsychiatrin Sigrun Rosmanit. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich zeige vielleicht auch mal gleich die Krone-Zeitung, wieder drei Frauen tot. Wir haben immer wieder Schlagzeilen, schon seit einigen Wochen auch mit Jugendbanden, mit Missbrauch von 12- bis 14-Jährigen. Wann, glaubst du, Christoph, hat das ziemlich begonnen, auch diese Schlagzeilen eben mit Jugendbanden? Na, Jugendbanden würde ich sagen, im letzten Jahrzehnt hat das begonnen. Hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun. Viele haben Migrationshintergrund, Südosteuropa, teilweise durch die Flüchtlingswelle, Afghanistan, Syrien. Also das kriegen die teilweise vom Elternhaus oder halt dann das steinzeitliche Frauenbild mit. Und früher haben wir natürlich auch in meiner Schulzeit haben auch genug Reibereien gehabt, aber da hat man gewusst, wo man aufhört. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ob es jetzt mit dem Handy ist, was man noch einmal drauf tritt, wenn wer am Boden liegt, oder eben mit einer körperlichen Attacke, die Grenze wird immer mehr nach hinten gerückt, also immer mehr ausgereizt. Ja, die Polizei hat einiges zu tun. Kann man generell was dagegen machen oder ist auch die Polizei ein bisschen hilflos? Also ich denke, man muss einmal Grundsätzliches dazu sagen, wenn man das Wort Jugendbande nimmt, das sind Erscheinungen, die wir heute so nicht feststellen, weil zu einer Bande gehört ein gewisser Organisationsgrad, eine gewisse Ausstattung mit finanziellen Mitteln und so. Das ist hier nicht vorhanden. Es handelt sich hier meistens um mehrere Jugendliche, die durchaus befreundet sind, die sich kennen, die im öffentlichen Raum zusammentreffen und wo es dann zu Straftaten kommt. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, die Frage Jugendkriminalität, die Frage Jugendbanden, ich kenne das meine gesamte polizeiliche Karriere. Und wenn ich mir anschaue, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da war das Thema ganz, ganz oben. Und wenn man sich die Entwicklung der Jugendkriminalität so anschaut, von 1975 an, wo das Strafgesetzbuch in Kraft getreten ist, bis jetzt, da hat es immer so Wellenbewegungen gegeben, so typisches Auf und Ab. Und natürlich kann man sagen, von 75 bis sagen wir 2021, 2022 hat sich da die Jugendkriminalität verdoppelt. Wenn man aber dann gewisse Zeiträume herausnimmt, zum Beispiel jetzt nimmt das Jahr 2008 bis zum Jahr 2021, sieht man einen Rückgang von 20%. Das heißt, man hat hier immer ein Auf und Ab und es hängt auch von so vielen Faktoren ab. Zum einen zählen wir bei Tatverdächtigen ja immer den jeweiligen Tatverdächtigen zu einer bestimmten Tat. Wir können also rein aus der Statistik nicht sagen, wie viele werden da doppelt gezählt, weil sie mehrere Taten begehen. Wir haben heute viel höhere Aufklärungsquoten als früher. Wenn man mehr aufklärt, ist es natürlich auch klar, dass mehr Täter kategorisiert werden können nach dem Alter. Wir haben sehr viel, was sich heute in der digitalen Welt abspielt, was vor 10, 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Das heißt, das ist so vielschichtig, dass man es nicht über einen Kamm scheren kann und nicht sagen kann, die Jugend ist krimineller geworden, gewalttätiger geworden. Sicher, es gibt gewisse Erscheinungsbilder, auch im öffentlichen Raum, die wir auch täglich sehen, die wir polizeilich sehr genau im Auge haben. Aber ich würde davor warnen, grundsätzlich einmal alles über einen Kamm zu scheren und vor allem gewisse Erscheinungen immer nur kurzfristig zu betrachten. Wir haben aber auch viele Missbrauchsfälle, also generell auch zum Beispiel jetzt von Gleichaltrigen, also dass 13-Jährige oder 14-Jährige Gleichaltrige vergewaltigen. Wir haben auch damals eben diese Massenvergewaltigung erwähnt mit einer 12-Jährigen mit 17 Verdächtigen, die auch wieder alle auf freien Fuß sind. Und die haben quasi das Mädchen auch wie eine Trophäe weitergereicht. Was glauben Sie, ist das ein kultureller auch Hintergrund oder warum machen 12- bis 18-Jährige so etwas? Es ist auch ein kultureller Hintergrund, wobei die Betonung da auch ist. Na, warum macht man es? Die Sexualität dient hier als Werkzeug. Man beweist sich etwas, man hat das Gefühl, man kann stolz auf etwas sein, um herzuzeigen. Es ist einfach eine falsche Einschätzung einer Situation und auch ein falsches Ideal, was es heißt, wenn man jetzt ein Mädchen hernimmt und mit dem Mädchen und das allen zeigt, was man hier zu Wege gebracht hat. Ja? Also
Das ist etwas, was ich glaube, was es früher schon gegeben hat, was es aber jetzt vermutlich etwas mehr gibt, weil halt auch viel mehr Freizügigkeit vorhanden ist. Man muss ja das aus verschiedenen Aspekten sehen, nicht? Also es ist weniger Reglement vorhanden, es ist mehr erlaubt. Täter wie Opfer begegnen sich früher, potenzielle Opfer meine ich. Und ja, da kommt es eben zu derartigen, aus der Verführung oft heraus oder aus dem Überreden zu derartigen Aktionen, wo man sich selbst beweist und anderen zeigt, was man kann. Das Opfer, jetzt haben wir ein 12-jähriges Mädchen, das natürlich traumatisiert ist das ganze Leben. Wie? Das wissen wir nicht noch. Aber wahrscheinlich, würde ich so sagen, bin ein bisschen jemand, der optimistisch ist und mit Traumatisierung überhaupt vorsichtig, wissen wir nicht ganz genau. Hoffentlich aber wie nicht. Soll das Mädchen auch damit umgehen, beziehungsweise auch die Eltern? Es gibt immer wieder, hätten wir das vor Jahren gewusst, was Natascha Kampusch zu Wege bringt, was andere schwer traumatisierte Menschen doch aus sich machen können. Wir hätten nie gedacht, dass das alles möglich ist, dass man das so heil auch überstehen kann. Es wird darauf ankommen, wie sie damit umgeht, auch wie die Eltern natürlich damit umgehen, aber auch die Möglichkeit haben, man muss nicht alles sozusagen sezieren, jetzt in einzelne Stücke zerlegen, sondern auch ihr überlassen, worüber sie sprechen will, wann sie darüber sprechen will und eine Begleitung, dass sie überhaupt eben mit, wenn es wirklich zu auftretenden Erinnerungen, Nachhallerinnerungen kommt, besser damit umgehen kann. Aber ich warne davor, jeden schon als schwerst traumatisiert zu sehen, auch wenn man ein furchtbares Martyrium erlitten hat. Wir können nicht immer von dem Erleben auf die Folgen schließen. Es gibt ganz banale Erlebnisse, die schwer traumatisieren und andere, die eigentlich vom äußeren Aspekt her schon schwerst traumatisierend sind, diese Erlebnisse, die nicht solche Folgen zeitigen. Ja, also das ist ganz individuell und das kann man so letztlich nicht sagen. Die Frage ist auch, und das muss man auch stellen, wie kommt es dazu, dass dieses 12-jährige Mädchen jetzt zu diesen Burschen kommt und in diese Situation kommt und wie es dann weitergeht. Diese Frage stellt niemand laut, nicht? Wie ja, kommt sich es mit dazu? Jugendlichen zu treffen, ist ja, kann man ja machen. Man trifft sich mit ihnen, aber das geht ja nicht nur einmal, sondern das geht ja über Monate. Ja, das ist die Schwierigkeit dabei, nicht? Aber es ist ja dann doch sehr oft, und wir schreiben es ja auch in der Krone, dann der letzte Satz, alle Tatverdächtigen auf freien Fuß angezeigt. Da ist man auch von seitens, jetzt sage ich mal, der Steuerzahler irgendwie total machtlos und denkt sich, warum ist das so in Österreich? Vielleicht können Sie uns ein bisschen auch aufklären, wie auch die Gesetze in Österreich sind. Naja, es ist natürlich so, dass sich die ganze Rechtslage in eine Richtung entwickelt hat, wo grundsätzlich vor allem bei jungen Menschen das Einsperren nicht mehr im Vordergrund steht. Und das ist grundsätzlich auch gut so. Denn ich glaube, es gibt doch eine breite Überzeugung, dass primär die Haft ein Übel ist, gerade für sehr, sehr junge Leute, und dass es da andere Methoden gäbe. Ja? Und ich denke, da sind wir eigentlich schon beim Punkt. Wir reden da über Dinge, die ganz wichtige gesellschaftliche Herausforderungen zeigen. Denn sehr oft sehen wir ja, dass die Gesellschaft in ihrer kleinsten Zelle, nämlich in der Familie, offenbar nicht in Ordnung ist. Dass sowohl auf Täterseite, aber manchmal auch auf Opferseite die Familie Dinge zulässt, was vielleicht vor 30, 40 Jahren undenkbar gewesen wäre. Dass der Schutz der Kinder, aber dass auch die Erziehung der Kinder auslässt. Und ich glaube, da müsste man viel, viel mehr ansetzen in dem Bereich Familie, aber auch in dem Bereich Schule. Denn ganz, ganz wichtig halte ich es, dass Kinder, dass Schüler, die die Volksschule verlassen, rechnen, lesen, schreiben können, dass sie vorbereitet werden auf ein Leben, wo sie mit ihren eigenen Fähigkeiten etwas aus sich machen können. Sprich, sie müssen gut ausgebildet werden, schauen, dass die Fortbildung passt, damit sie auch einmal ins Berufsleben kommen können. Und ich glaube, da muss man vermehrt ansetzen, die Dinge dann zu nehmen und sagen, okay, jetzt haben wir eine Situation, wo es halt so und so viele Unmündige gibt, so und so viele Jugendliche, die vielleicht straffällig werden, und dann oben draufsetzen und sagen, naja gut, jetzt müssen wir alle einsperren und man muss sie wegsperren. Ja? Das kann man vielleicht oben an der Spitze des Eisberges etwas killen, aber
man ändert nichts an Grundübeln, nichts an den Ursachen. Und ich denke, das gesamtgesellschaftliche Herausforderung, und da muss man beginnen, und da ist natürlich die Polizei ein kleines Rädchen, das in der Prävention viel machen kann. Wir machen sehr viel in der Prävention, aber wir sind hier in der gesamten Gesellschaft nur ein kleines Rad, das hier im großen Uhrwerk mitdreht. Eine Senkung der Strafmündigkeit, wäre das eine Art von Lösung oder dann doch eher nicht? Na, ich denke, da kann man sicher drüber diskutieren, aber ich glaube, wichtig ist, es muss vor allem ein Sanktionensystem geben. Ja? Ob das jetzt in Strafen unbedingt besteht oder in anderen Sanktionen, in Erziehungsmaßnahmen, beziehungsweise bei einem Erwachsenenstraftäter redet man von Bewährungshilfe, man könnte auch von Orientierungshilfe reden bei jungen Menschen. Ich glaube, das müsste man doch in entsprechenden Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen erarbeiten. Ich glaube, es ist viel möglich. Wichtig ist nur, ich glaube, auch Kinder und junge Menschen müssen Sanktionen verspüren, wenn sie sich nicht so verhalten, wie es geboten wäre oder wie man sie verhalten soll. Ob man das dann Strafe nennt, ob man das eine Erziehungsmaßnahme nennt. Es muss nicht unbedingt jeder gleich sofort vorbestraft sein. Ich glaube, es gibt keinen jungen Menschen, der nicht einmal was anstellt. Ja? Das war in unserer Jugend wahrscheinlich auch so. Und das, glaube ich, gibt niemanden, der sagen kann, na, ich habe mich immer wohl verhalten. Ja? Aber Sanktionen muss es geben. Und wenn da die Familien zum Teil auslassen, wenn es von zu Hause nicht mehr diese Sanktionen gibt, ja, wenn es schwieriger wird, in der Schule entsprechend durchzugreifen, und das lastet ja eine riesige Herausforderung auf den Lehrerinnen und Lehrern, dann wird man sich was einfallen lassen müssen. Wie man das nennt und wie man das ausgestaltet, ich glaube, das ist viel zu früh, jetzt darüber zu reden. Man hat ja auch oft das Gefühl, dass gerade auch die Jugendlichen, die wir auch immer erwähnen, auch in der Kronenzeitung und Co., dass die das ja auch gar nicht annehmen. Also dass quasi denen auch vieles egal ist, was passiert. Oder Christoph, was glaubst du? Ja, da gibt es das böse Wort Generation AMS. Das ist dann doch, hat natürlich auch was mit in der Schule gescheitert, arbeitslos, beziehungsweise gehen sie gar nicht mehr in die Schule. Und da gebe ich dem Herrn Polizeipräsidenten recht, da muss man schon natürlich auch die Eltern zur Verantwortung ziehen und auch eine gewisse Konsequenz. Und auch beim Jugendschutzgesetz muss man ansetzen, weil man muss ja nur hernehmen, das Jugendschutzgesetz regelt, bis wann du fortgehen darfst in jedem Alter, dass du gewisse Filme nicht gehen darfst. Sie sind dann über 16, und jetzt nehmen wir mal her, einen 15-Jährigen, der dann vom Kino rausgehört wird, der geht nach Hause ins Kinderzimmer und schaut sich die gröbsten Gewalt- und sexualisierten Videos auf dem Handy an. Ne? Also das, und dieser rechtsfreie Raum, Handy, ist eigentlich eine Waffe, war bei der 12-Jährigen auch so, sie ist ja damit erpresst worden teilweise. Also das muss man schon regeln. Strafe gestehe ich ein, in dem speziellen Fall ist halt, finde ich, ein bisschen seltsam, wenn sowohl Täter wie auch Opfer im selben Bezirk wohnen. Also das würde ich jetzt als Rechtsleihe oder als Staatsbürger sagen, da würde es ja vielleicht doch eine gewisse Verabredungsgefahr sein, wenn die Täter alle frei sind, beziehungsweise könnte man die Zeugen unter Druck setzen. Also da verstehe ich es teilweise nicht, wo sie ja auch alle 17 eigentlich durchwegs, wie es so schön heißt, verschiedenste Delikte Polizei bekannt waren. Also da ist dann vielleicht mehr Konsequenz von Seiten der Justiz vonnöten. Aber, ja, und einer ist ja auch jetzt nach Bulgarien abgereist mit seiner Familie. Genau, also das auch sein darf, das wundert mich schon auch. Das Gericht und die Staatsanwältin ist informiert. Es wird ja wegen verschiedenen Delikten ermittelt. Ich glaube jetzt in zwei Delikten wegen Vergewaltigung, in anderen Delikten, also wegen Missbrauch. Das muss man sich genau anschauen. Aber ich glaube, weil da auch das Handy so bestimmend war, dass da muss sich was ändern. Das kann nicht so ein rechtsfreier Raum sein, dass das Handy eigentlich mittlerweile die gleiche Waffe ist wie ein Messer oder Pistole. Ne? Das wird wahrscheinlich auch schwierig werden, oder? Auf TikTok und Co., das ist ja auch, die streamen ja teilweise auch ihre Taten. Was glauben Sie, wird es da in diese Richtung auch gehen, Richtung eben Social Media? Wird man da auch vielleicht mehr strafen können, wenn so etwas passiert? Ja, es ist natürlich wahnsinnig schwierig, dass man den Gebrauch eines Handys sozusagen in irgendeiner Form vom Alter abhängig macht. Ja. Gewisse Kanäle sperrt, gewisse Zugänge nicht erlaubt. Weil in Wahrheit, wer kann das nur machen? Das geht ja wieder nur von den Eltern aus. Ja. Die können bestimmen, wie das Handy gebraucht wird, was man zulässt, welche Apps man bezahlt und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, dass man generell die Kinder
fernhält von allem, was sich so in den sozialen Medien abspielt und von allen Kanälen, die uns vielleicht nicht gefallen, weil sie werden auch immer wieder Möglichkeiten finden, es doch zu tun. Ja? Die sind da erfinderisch, die kennen sich technisch gut aus, ja? Und umgehen kann man Sachen immer wieder. Ich denke, wir sind genau wieder beim selben Problem in der kleinsten Zelle der Gesellschaft. Ja? Und das ist einmal die Familie. Dort müsste man ansetzen, Bewusstseinsbildung machen und schauen, dass diese Dinge entsprechend dort koordiniert und geregelt werden. Aber viele kommen natürlich auch wahrscheinlich aus zerrütteten Familien, sonst würde man nicht auf diese Idee auch kommen, dass man vergewaltigt oder ausraubt oder was auch immer. Da muss man natürlich ansetzen, aber wie kann man das machen in der Praxis? Also ich glaube, wenn der Herr Präsident von Sanktionen spricht, spreche ich als Psychiaterin von Grenzen lernen. Grenzen muss man lernen, damit man überhaupt Freiheit leben kann im Leben. Sonst geht man über andere. Und das ist so ein bisschen ein Zeitzeichen, glaube ich. Ich bin alt genug, ich kenne schon die 68er-Bewegung, wo gewissermaßen anti-autoritäre Erziehung und die Eltern sind die besten Freunde. Wenn sie das sind, sind sie keine Eltern mehr. Das heißt, hier war so eine Grenzenlosigkeit angesagt, die aber letztlich sich nicht bewährt hat. Und es gehört natürlich zur Erziehung dazu, dass Kinder Grenzen bekommen müssten, weil sonst zeigt ihnen das Leben die Grenzen. Wenn jetzt jemand in einer Gruppe ist, dann kommt eine eigene Gruppendynamik zustande. Da sind ja nicht alle gleich sozusagen mit diesem Delikt befasst. Manche werden hineingesaugt in diese Gruppe, manche machen gern mit, manche weniger gern und so weiter. Das heißt, ich muss ein gewisses Maß an Struktur und Grenzen verinnerlicht haben. Verinnerlichen kann ich es nur, wenn ich es erfahren habe. Wenn zu Hause das nicht der Fall ist und wenn das selbstverständlich je nach Bedürfnisbefriedigung der Vater mit der Mutter umgeht, mit mir oder mit anderen oder umgekehrt, dann lerne ich das nicht und dann ist alles selbstverständlich. Und wie der Ansatz bei den Eltern anfangen ist super. Ich frage mich nur, wie das gehen soll. Habe selber drei Kinder. Jeder Elternteil nimmt die eigenen Kinder immer in Schutz. Immer sind es die Freunde und der eigene Bub war es natürlich nicht, sondern er hat ja nur irgendwie mit einem anderen und so weiter. Das heißt, wenn das mit den Eltern nicht klappt, glaube ich, auch wenn ich mir da keine Freunde mache, ich weiß das, wäre das wichtig, dass eine Nachstrukturierung erfolgt. Das wäre ja, ich bin nicht dafür, dass Kinder in das Gefängnis kommen. Macht überhaupt keinen Sinn, die ganze Sache. Die kommen schlecht daraus. Aber eine Nachstrukturierung heißt, dass ich einerseits lerne, wahrzunehmen, das, was ich gemacht habe, fügt anderem Leid zu. Das ist einmal das Erste, was ich wahrnehmen muss. Wenn ich das nicht wahrnehme, nehme ich einen anderen nicht wahr. Das heißt, das kann nicht kurz sein. Das muss über eine Zeit lang gehen, bis ich lerne, mich umzustrukturieren. Ich meine aber nicht diese Umerziehungsgeschichtenlager, weil das immer in die falsche Röhre kommt, sondern ein Strukturangebot, ein wirkliches Strukturangebot an Kinder, dass sie, wenn das über die Eltern nicht funktioniert, eine Zeit lang, wie das ja, wie wir gehört haben, in der Schweiz funktioniert und gemacht wird auch, dass die Kinder und Jugendlichen eben in diese Institution kommen und Grenzen lernen. Es geht letztlich ums Grenzenlernen, um die eigenen und um die Respektanz der anderen. Das ist meine Ansicht dazu. Ja, aber auch die Integration ist ja gescheitert in Österreich, das kann man schon sagen, oder Christoph? Also es ist nicht der Hans oder der Sepp oder der Franz, sondern das sind halt doch auch bei diesen 17 Tatverdächtigen halt, muss man sagen, Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, es ist das Richtige. In dem Fall war es auch teilweise diese Gruppendynamik, dass man einfach dieses machoide Gehabe, was du vielleicht teilweise von zu Hause mitbekommst, oder dieses Patriarchat und dann diese Grundsatzeinstellung zu Frauen. Ich glaube, das hat sich teilweise entwickelt. Ich glaube auch, diese Nachbetreuung, dass die sinnvoll ist, aber es muss ja auch trotzdem Konsequenzen geben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wie sollen die ausschauen? Jetzt wird angedacht, zum Beispiel bei Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, dass die empfindliche Geldstrafen zahlen. Ist auch eine Möglichkeit.
da, vielleicht kann man das auch bei anderen Dingen umlegen. Sage ich jetzt mal, auch wenn Kinder strafunmündig sind und einen hohen Sachschaden verursachen, kann man sie teilweise, glaube ich, rechtlich auch bei den Eltern regressieren. Also ich glaube, man muss wirklich alle mit ins Boot nehmen, von der Familie angefangen, aber auch vielleicht auch anpassen rechtliche Möglichkeiten, weil diese Verschärfung dieses Sexualstrafrechts ist auch dahingehend gewesen, das Problem, dass jetzt, wenn Jugendliche unbedarft irgendein sexuelles Foto weiterschicken in einer WhatsApp-Gruppe, bist du strafbar. Und wenn du dann einen Richter erwischt, der vielleicht jetzt nicht unbedingt sozusagen fortschrittlich ist, dann hast du deine erste Vorstrafe theoretisch. Ne? Das ist das Problem. Es muss auf der einen Seite Regeln geben, die aber konsequent auch geahndet werden, wenn sie gebrochen werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich nicht alle einsperren, aber Grenzen muss es geben, weil ich glaube, wir bewegen uns da ein bisschen auch in eine falsche Richtung. Ja. Wir sprechen gleich wieder weiter. Wir machen aber eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück für Sie. Willkommen zurück zu Club 3. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Herr Bürstl, Sie wollten noch was dazu sagen, was der Christoph gesagt hat. Ja, ich denke, ganz wichtig ist, dass wir uns noch einmal die Geschichte auch mit den Unmündigen anschauen. Wir haben ein bisschen die Mühe gemacht, haben wir die letzten zwei Monate so die Entwicklung in Wien in etwa angeschaut. Und da sieht man doch, dass, wenn man von Straftaten von Kindern, von Jugendlichen redet, dass also ein Drittel davon von Unmündigen begangen werden. Und ja, die Diebstahlsdelikte stehen natürlich ganz oben, das ist überhaupt so in der Jugendkriminalität. Aber dann sind die anderen Delikte doch schon von Gewalt gezeichnet. Also ob das jetzt Sachbeschädigung ist, das ja auch immer mit Gewalt zu tun hat, über Körperverletzung, was sicher die meisten Fälle sind, bis hin zum Raub. Und das ist genau das, wo er sagt, natürlich muss da was passieren. Und wenn wir jetzt von Verdeutlichen, von Sanktionen reden, wie man das auch immer nennt, ja, was nicht passieren darf, ist, dass diese Dinge auf Dauer sanktionslos bleiben und sich in Wahrheit mit der Feststellung, es ist ja jemand erst 13 oder es ist ja jemand erst 10, sich der Staat verabschiedet und sagt, na, dann ist es so, warten wir bis er 14 ist. Und wir haben solche Fälle gehabt, 13-Jährige, die 50, 60, 70 Straftaten gehabt haben und wo man eigentlich nur zuschauen konnte, bis derjenige 14 wird, dann ist er eh wieder bei der Polizei angefallen. Ja. Und ich glaube, da muss man schon wesentlich früher eingreifen, aber eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Ich habe auch nicht das Patentrezept, nur an der Polizei kann man es nicht festmachen, weil wir kommen ganz am Schluss in der Kette, wo die Straftat festgestellt wird, abgesehen von den Präventionsmaßnahmen, die wir vorher setzen. Aber da sind wir, wie gesagt, nur das Rädchen im großen Uhrwerk der Gesellschaft. Also ich kann mich so erinnern, ich bin ein 90er-Kind, wir hatten noch ziemlichen Respekt auch vor der Polizei. Ich glaube, früher war das auch so. Jetzt hat man das Gefühl, dass die Jugendlichen nicht wirklich einen Respekt haben, wenn die Polizei kommt, oder? Wie sehen Sie das? Also das ist natürlich deutlich merkbar, dass der Respekt, den wir noch aus unserer Kindheit kennen, der wird heute der Staatsobrigkeit, der Polizei in der Form nicht mehr entgegengebracht, so wie auch den Lehrern nicht mehr entgegengebracht wird. Das ist einfach die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte, das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber ich bin auch immer dafür und sehr dafür, dass man auch hier Grenzen setzt. Wir können das als Polizei natürlich noch, weil es doch immer wieder dann in den Bereich des Strafrechtlichen kommt, auch wenn auch nur des Verwaltungsstrafrechtlichen, dass also Ordnungsstörungen, Anstandsverletzungen und Ähnliches gemacht wird, da können wir dann auch sanktionieren. Ja? Aber man muss das zur Kenntnis nehmen, das ist so. Ihr gerade vorher in einem Gespräch gesagt über die Frage, ist die ältere Generation besser oder die jüngere Generation? Da haben sich schon die römischen Philosophen darüber unterhalten. Das zieht sich durch die ganze Geschichte, die Frage, wer sind besser, die Alten oder die Jungen? Ja? Ich glaube, man muss immer mit den Trends gehen und man darf das alles nicht verallgemeinern. Aber die Entwicklung sehen wir, man muss entsprechend darauf reagieren, man muss aber auch die eigene Gelassenheit haben, gewisse Dinge einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Aber sehen Sie auch zum Beispiel, dass die, wie sagen Sie, mutmaßlichen Täter auch immer jünger werden? Eben, da sind ja auch schon 10-, 11-Jährige dabei. Ich kenne die Kriminalstatistik nicht, begutachte auch keine Jugendlichen.
Jünger heißt für mich, dass man relativ rascher in eine Situation kommt, auch als Kind, wo es halt Auseinandersetzungen gibt. Nicht? Also ich kann nicht sagen, dass jüngere Leute jetzt also häufiger in Tätlichkeiten kommen, aber was ich feststelle, wenn ich so Akten lese, ist, dass es früher eigentlich aus Bagatellanlässen heraus zu einem plötzlichen Auseinandersetzung mit heftigen Schlagabtausch kommt. Das wundert mich. Und was mich noch mehr wundert, und das ist schon etwas, was sich entwickelt hat, dass Mädchen auch so hinhauen. Und das Mädchen sind ja auch oftmals in Gruppen, in Gangs, wenn man das ja so etwas so benennen will, zusammen, wo es ja eine relativ straffe Strukturierung immer wieder auch gibt, dass die in ihrer Brutalität überhaupt gar nicht sich unterscheiden. Nicht? Die nehmen nur Hilfsmittel oder suchen bessere Gelegenheiten. Das ist die Situation und verwenden nicht so häufig, sie verwenden es auch, die Sexualität als gewissermaßen Werkzeug, um den anderen etwas zu bringen, um Rache auszuüben oder sonst irgendwas zu machen. Ja? Also das ist mir aufgefallen. Ich möchte noch etwas dazu sagen zu dieser Respektlosigkeit. Die Respektlosigkeit zieht sich eigentlich durch alle Strukturen. Ich bin seit 27 Jahren bei Gericht tätig, ich sehe, wie die Leute heute zu Gericht kommen. Manchmal muss man ihnen sagen, sie müssten sich eigentlich das Kapperl abnehmen oder wollten vielleicht gerade boten gehen und haben einen Abstecher jetzt machen müssen, weil sie auf Verhandlung kommen. Das ist alles respektlos geworden. Eine Respektlosigkeit ist aber nur eine Folge von einer Strukturlosigkeit. Die zieht sich durch alle Schichten und durch alle Grundgegebenheiten. Und da ist es wesentlich, dass man, wie gesagt, von Grund auf das vermittelt, wenn die Eltern aber gewissermaßen auch ein gewisses Maß an laissez-faire, gibt immer zwei Richtungen. Die zu strenge Erziehung, 19. Jahrhundert, nicht schwarze Pädagogik, oder die laissez-faire Erziehung, beide bringen im Endeffekt viel Leid und machen nicht Menschen, machen Erziehung, ermöglichen sie nicht, dass man andere Menschen so wahrnimmt, wie sie sind, weil man muss mit sich beginnen, sonst ist überhaupt hier keine Möglichkeit gegeben. Und das ist ein bisschen schon etwas, was in den letzten 10, 15 Jahren massiv zugenommen hat. Und das ist auch in der Justiz spürbar. Das heißt, ich erlebe manchmal, bin ja nur eine Sachverständige und eine Hilfskraft letztlich, ja, erlebe manchmal, dass Richter, Staatsanwälte eigentlich ohnmächtig ein bisschen sind, weil wenn zum Beispiel ein Beschuldigter nicht zu einer Untersuchung kommen will, wäre er früher mit der Polizei vorgeführt worden. Heutzutage kommt er halt nicht, das ist seine Entscheidung, ob er kommen will oder ob er nicht kommen will und wird nicht vorgeführt. Die Verfahren werden oft verzögert, man kann ihn nicht untersuchen, wir sollen Aktengutachten dann machen. Aktengutachten sind aber etwas, was eigentlich nicht wirklich lege artis ist. Also diese Strukturlosigkeit fällt mir auf und hat natürlich den Vorteil, dass man als Jugendlicher mehr Freiheiten hat, gar keine Frage. Ja, auch als Mädchen mehr Freiheit hat, viel früher hinauskommt, als es zu meiner Zeit der Fall war, hat aber den Nachteil, dass die Respektanz fehlt und dass, wenn einem etwas nicht passt, dass man einfach das sich so richtet, wie man es braucht und wie man halt das eigene Bedürfnis hat. Ja. Also kann man sagen, in Österreich hat man Narrenfreiheit, oder? Ja, das wirkt teilweise so, zumindest im Laufe der letzten 10, 15, 15 Jahre. Auch der Widerstand gegen die sogenannte Staatsgewalt nimmt ja auch zu. Ne? Du hast sehr viele verletzte Beamte jedes Jahr. Es ist nicht nur die Respektlosigkeit, sondern prinzipiell auch der gewalttätige Umgang mit Staatsorganen. Ne? Sieht man das auch, dass weniger Menschen zum Beispiel zur Polizei gehen, eben weil man auch immer wieder auch Berichte auch liest? Dass weniger Menschen zur Polizei gehen? Genau, dass der Beruf einfach nicht mehr so attraktiv ist wie vielleicht also, früher. Naja, es ist so, dass es nicht ganz so leicht ist, Menschen heute für den Polizeiberuf zu interessieren, aus den verschiedensten Gründen. Wir sind jetzt im Augenblick sehr erfolgreich mit unseren Recruiting-Kampagnen. Wir haben ja sehr viel Werbung gemacht, wir haben sehr viel im Aufnahmeprozedere geändert. Wir haben jetzt doch ganz gute Aufnahmezahlen für die Grundausbildung, was uns Hoffnung
Rechnung gibt, dass wir also den Personalstand halten und vermehren können. Das ist also ganz, ganz wichtig. Aber ich denke, es ist so, dass das weniger daran liegt, dass die Menschen jetzt respektlos gegenüber der Polizei sind, sondern ich glaube, es liegt eher daran, dass junge Menschen sehr oft ausschließlich geregelte Arbeitszeiten haben wollen, nicht mehr so leicht bereit sind, Nachtdienste zu machen, unregelmäßige Dienstzeiten zu haben, unter Umständen auch jetzt aus einer Generation sind, wo sie von einem Elternhaus viel mitbekommen, wo man eigentlich auf eine Überstunde nicht mehr angewiesen ist. Also da hat sich viel verändert und der Polizeiberuf und jeder Blaulichtberuf, es ist bei einer Rettung, bei einer Feuerwehr ja ganz, ganz ähnlich, der ist halt sehr herausfordernd, vor allem was also die Frage der Dienstzeit angeht, die Frage der Belastung angeht. Und das ist, glaube ich, eher der Grund, als dass junge Menschen sagen, na, ich habe Sorge, dass ich auf zu viel Gewalttäter, auf zu viel Respektlose treffe. Das würde eher jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Sondern es sind die Rahmenbedingungen, dass halt heute die jungen Menschen ganz anders mit ihren Vorstellungen an ein Berufsleben, mit ihren Vorstellungen Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Beruf, Privatleben umgehen, als das vielleicht früher der Fall war, wo der gesicherte Job als Beamter, ein gutes Fortkommen, Überstunden machen können, im Vordergrund gestanden ist. Und natürlich, und das ist, glaube ich, bei allen Polizistinnen und Polizisten der Fall, die diesen Blaulichtberuf suchen, die wollen Sicherheit vermitteln, Hilfe vermitteln und haben ein gewisses Sendungsbewusstsein. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück, auch die Bezirke in Wien. Also es gibt einfach gewisse Bezirke, da möchte man vielleicht als Frau jetzt nicht mehr hingehen. Das ist zum Teil der 10. Bezirk, auch der Reumannplatz. Es gibt da immer wieder Messerstechereien etc. Jetzt sagt Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp, dass es eine Einrichtung geben soll, eine Soko-Jugendbanden. Ist das sinnvoll, Christoph? Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man zu jeder Entwicklung dann eine Soko macht oder eine Arbeitsgruppe. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bitte ich einen Arbeitskreis. Ich glaube schon, dass sicher gewisse Bezirke Favoriten ist, halt einwohnermäßig, glaube ich, der größte Bezirk Wiens. Es ist einfach so, es war auch schon vor Jahren, ich glaube, in Favoriten gibt es so viele Anzeigen im Jahr wie in ganz Burgenland so ungefähr oder wie in anderen Bundesländern. Das ist so. Es gibt sicher sogenannte Brennpunkte, Bezirksbrennpunkte. Aber ich glaube, die Wiener Polizei, wenn ich mich nicht täusche, beschäftigt sich ja zur Zeit des Landeskriminalamts eben mit der Jugendkriminalität. Ne? Da war jetzt. Also die Forderung ist ja eigentlich überholt, insofern, als wir ja bei uns eingerichtet haben, so ein Projekt Problempersonen, Risikogruppen im öffentlichen Raum, wo dann eine Unterarbeitsgruppe sich gerade mit Jugendkriminalität beschäftigt und da ist jetzt schon einiges weitergegangen, geht quer durch alle Disziplinen, es ist die Justiz eingebunden, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Bewährungshilfe, dann alle Magistratsabteilungen, die in irgendeiner Form mit Jugendarbeit zu tun haben, zahlreiche NGOs und wir haben zum Beispiel polizeilich jetzt schon eingerichtet in jedem Bezirk eigene Beamte, die sich ausschließlich um Jugendkriminalität kümmern, sozusagen so Sensoren, die schauen, was spielt sich wo ab, was ist bezirksübergreifend, wo bräuchten wir unter Umständen ein gemeinsames Wirken, sofort Fallkonferenzen einberufen können, mit den entsprechenden Partnerorganisationen das Gespräch suchen. Also wir setzen dort an, mehr kann man in diesem Bereich schwer machen, denn auf der einen Seite müssen wir da präventiv wirken, auf der anderen Seite natürlich repressiv, wenn etwas passiert. Mhm. Und dass natürlich der 10. Bezirk, was die Kriminalität betrifft und die Entwicklung betrifft, ein Bezirk ist, der vor großen Herausforderungen steht. Das war immer so. Es ist ja gerade gesagt worden, ich kann es ungefähr so darstellen, ganz Graz hat die Kriminalitätsbelastungszahl wie der 10. Bezirk. Ja. Das hängt mit der Größe, mit der Bevölkerungsdichte zusammen. Das hängt natürlich auch zusammen nur mit einem halbwegs günstigen Wohnen. Und das ist etwas, das ist für uns nicht neu. Und da braucht man das Rad nicht neu erfinden. Wir sind da am Ball, machen sehr, sehr viel in dem Bereich. Und ich denke, es ist in Wien noch immer so, dass man die Straße betreibt.
treten kann, ohne dass man sofort Angst haben muss, dass man irgendwo niedergeschlagen wird, dass man sofort Opfer eines Verbrechens wird. Und nicht umsonst ist Wien wohl eine der sichersten Städte der Welt. Und ich glaube, das wird auch noch so bleiben. Wie kann man denn generell jetzt Jugendliche, jetzt gibt es ja eben diese Jugendarbeit, zum Beispiel Donaustadt, die haben jetzt wieder um 170.000 Euro dann auch aufgestockt. Wie bekommt man die Jugendlichen auch dazu, dass sie eben einen zuhören und dass sie vielleicht dann eben jetzt nicht abstürzen? Naja, indem man eine gewisse Spannung erzeugt und die Motivation durch spannende Aufgaben. Ja, also das, glaube ich, wäre das Wichtigste, dass man die nicht verpflichtet mit so... Wenn das ganze Projekt einen schulischen Anstrich hat, dann wird es schwierig, glaube ich. Weil dann haben sie die Protestler drinnen, die gar nicht da mitmachen wollen oder sich auch wehren gegen Erziehungsmaßnahmen. Wenn das einen anderen Anstrich hat, ich meine, das ist ja so, dass es gibt zwar so eine Gruppierung wie zum Beispiel, dass man in einer Gruppe auf Gewaltideen und Gewaltfantasie, sexuelle Gewaltfantasien kommt. Es gibt aber auch Gruppen, die ganz sinnvolle Sachen und spannende und lustige Sachen machen, dass man die damit hineinnimmt und ihnen einfach eine Abwechslung bietet. Ich meine, Jugendliche hängen ja oft einfach herum. Und weil Sie früher gesagt haben von den Gewaltvideos, das wissen wir, dass die Gewaltvideos und das alles, die Fantasien und auch die Umsetzung von der Fantasie in die Taten fördern. Aber der Boden muss schon unvorbereitet sozusagen sein. Das fällt auf einen Boden, wo schon ein gewisses Defizit schon da ist. Und dann geht diese Saat auf. Ansonsten gibt es natürlich fast alle Jugendlichen schauen irgendwann in sowas hinein. Aber die Ego-Shooter-Spieler besessen, suchtartig spielen, die haben einen Bedarf. Und der Bedarf kommt aus einer fehlenden Struktur, aus einer fehlenden Empathie. Förderung, die man eben nicht in sich hat, sondern da muss man sich halt so abreagieren. Nicht? Und das sind halt dann im anderen Fall, in der Sexualität ist das halt, dass man sich unter Beweis stellt. Und jetzt muss man auch in der Gesellschaft anfangen. Es gilt noch immer in vielen Kreisen als besonders toll, wenn ein Mann eine Frau niedermacht, wenn ein Mann eine Frau sexuell beherrscht und zeigt, was er kann und mit seiner Potenz gewissermaßen diese Frau völlig in Schach hält und so weiter. Also das sind so Werte, die ja heute eigentlich gar nichts mehr zählen und trotzdem zählen sie noch immer etwas. Ja? Das heißt, hier ist eigentlich gefragt, wie ist die Erziehung der männlichen Kinder? Was ist von früher, da ist das noch immer heute so, dass man sich als Bub, muss man stark sein, man darf nicht weinen, man muss was ich was alles. Also das heißt, die Gefühlswelt wird hinuntergedrückt, als Mädchen darf man das alles und wird auch viel sozial kompetenter so damit, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Also hier muss die Erziehung der jungen Männer, also von Kindheit an bereits in andere Bahnen kommen, auch nicht in manchen Kulturen, sage ich jetzt, sie ist ein Bursch noch immer was Besonderes. Nein, es geht um eine Gleichwertigkeit. Andererseits darf aber auch das feministische Ende nicht so sein, dass man gewissermaßen jetzt so einen Überschwang kriegt, dass man hinunterschaut. Zu mir kommen in die Praxis manchmal junge Männer komplett verunsichert, weil sie nicht mehr sich trauen, irgendwas machen, damit sie nicht irgendwas falsch machen oder jemanden übergehen. Also die sind auch nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ja? Also irgendwo muss die Wahrheit dazwischen liegen, ja. Ja, sprechen wir gleich weiter. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Da sprechen wir auch unter anderem über das Waffengesetz in Österreich. Bis gleich. Teil von Club 3. Schön, dass Sie noch dabei sind. Wir sprechen jetzt auch über das Waffengesetz in Österreich. Und da gibt es, glaube ich, jetzt was Neues, Herr Bürstl.
Na, ich würde sagen, es gibt noch nichts Neues, aber ich glaube, es ist schon an der Zeit, dass man nachdenkt darüber, dass man einiges ändert. Wir haben ja doch immer wieder Schlagzeilen, fast tagtäglich einen Vorfall, wo Messer im Spiel sind, wo es Verletzte, wo es Schwerverletzte gibt. Und ich stelle mir jetzt ganz persönlich schon die Frage, ob es wirklich notwendig ist, dass jeder Mann grundsätzlich einmal bewaffnet sich im öffentlichen Raum bewegen kann. Ja? Wir haben ja für Schusswaffen sehr strenge Regelungen oder ganz klare Regelungen. Und für alle anderen Arten von Waffen gibt es Jugendliche, denen grundsätzlich das Tragen einer Waffe, das Führen einer Waffe, auch der Besitz verboten ist und dann Asylwerber und gewisse Drittstaatsangehörige. Aber ansonsten ist es so, dass jeder Erwachsene im öffentlichen Raum eine Waffe führen, eine Waffe mittragen kann. Und ich glaube, da sollte man sich überlegen, bundesweit das zu ändern, das Waffengesetz entsprechend zu ändern. Denn im Augenblick ist es so, dass es den Behörden möglich ist, punktuell an gewissen Orten Waffenverbotszonen zu erlassen. Wir haben in Wien sowas am Praterstern zum Beispiel. Ja? Und da fragt man sich dann ja, warum eigentlich genau dort? Ja, weil da vielleicht die Kriminalität gerade jetzt höher ist als woanders. Aber ich glaube, man muss sich die Frage anders stellen, warum muss jemand überhaupt eine Waffe mit sich tragen? Und das müsste man auch ausweiten, dieses Denken auf Messer. Es ist ja nicht jedes Messer eine Waffe, aber jedes Messer, oder zumindest wenn es eine gewisse Länge hat, ein gewisses Aussehen hat, kann brandgefährlich werden. Und wenn man sich anschaut, die Abbildungen von den Messern, die wir jetzt gehabt haben bei den Morden an den Damen im Etablissement im 20. Bezirk, dann sieht man, das sind zwar Messer, die man ganz legal haben und mitführen darf, Küchenmesser, sind aber natürlich brandgefährlich. Und da muss man darüber nachdenken, ob man nicht generell das Führen von Waffen im öffentlichen Raum und auch von Messern verbietet, natürlich mit gewissen Ausnahmen. Ich glaube, es wird niemand jetzt ein kleines Jausenmesser oder ein kleines Schweizer Messer verbieten wollen, aber die Dinge, die echt Gefahren herbeiführen können und die sehr oft ja mitgeführt werden und die Zahlen sprechen dann ja auch für sich und die Schlagzeilen sprechen auch für sich, da muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen, will man das und muss das sein? Ich als Polizeipräsident, aber auch als Staatsbürger sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit dafür. Waffen soll der tragen, der beruflich dazu befugt ist, der das machen muss. Für gewisse Arten von Waffen kann man natürlich Ausnahmen vorsehen. Man kann sich fragen, ob man einen Pfefferspray nicht mitführen kann, der rein zur Selbstverteidigung dient. Und natürlich auch, wenn man von Messern redet, das, was man zu einer Jagdausübung zum Angeln braucht und so weiter, da kann man überall Ausnahmen schaffen. Aber ansonsten sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit und mir wäre das ganz recht, wenn man darüber nachdenkt und man nicht österreichweit eine Regelung schafft, wie es in anderen Ländern aus ist, wenn man zum Beispiel an Italien denkt, dass man schlichtweg das verbietet. Also das ist nur eine Überlegung zurzeit? Das ist, bald umgesetzt werden? Das ist eine Überlegung, es muss der Gesetzgeber natürlich umsetzen, wenn das auf fruchtbaren Boden fällt, dann ist der Gesetzgeber gefordert, darüber nachzudenken, nämlich der Bundesgesetzgeber. Ich kann nur aus meiner Erfahrung und von meinem polizeilichen Ansatzpunkt sozusagen da auch einen Input geben. Aber ich glaube, es wäre an der Zeit, auch über das nachzudenken. Also ich kenne jetzt nicht viele Bekannte von mir, die ein Messer mitführen, aber anscheinend ist es doch sehr häufig auch das, sage jetzt einmal, das, was halt auch passiert in Wien, also eher mit Messer. Wie siehst du das, Christoph? Na, wir haben mir die Zahlen angeschaut im Vorfeld. Also Messer ist eindeutig die Tatwaffe Nummer eins. In einem Jahr kann man schon sagen, im Durchschnitt pro Tag werden 8 Anzeigen wegen Angriffen mit Messer, wegen Überfällen mit Messer, das nennt man Stich- oder Hiebwaffen. Insgesamt hat es 3000 Anzeigen zum Beispiel 2022 gegeben, also Angriffe bzw. Anzeigen wegen Hieb- und Stichwaffen. Also das ist schon ein Thema. Mhm. Und das Messer hat man natürlich auch, wie das Handy, eigentlich immer viel schneller und dauernd bei der Hand. Und man führt es auch in gewissen Gruppen halt mit, weil das, so wie halt vielleicht das Smartphone sozusagen als
als Statussymbol gilt, hast du das Messer jetzt teilweise als Statussymbol mit, aus verschiedensten Gründen, weil es in der Jugendgruppe halt so ist, weil das so ist. Und man hat ja nicht umsonst, haben ja einzelne Schulen teilweise schon, oder denken daran, dass sie wie in Amerika Metalldetektoren machen. Ich meine, das ist einfach, da müssen wir vielleicht auch mit der Zeit gehen. Und ich sehe es ja wirklich nicht ein, warum muss einer ein 25 cm Küchenmesser mitnehmen, wenn er von zu Hause, weiß ich nicht, zum Bildler geht oder einen Freund besucht. Also ja, aber das ist ja nicht die Norm und das ist ja eigentlich unfassbar, was da alles passiert. Ne? Ja, aber Erwachsene, also, und Erwachsene. Ja, ich glaube, gerade von dem Ansatzpunkt muss man sagen, wer braucht denn das? Ja. Und ich glaube, da kann man schon durchaus ansetzen. Und das ist also, wie man das psychologisch der Messer zugang. Wer braucht das? Der sich oder die sich bedroht fühlen. Nicht? Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne gar nicht wenige Frauen, die in ihrer Tasche ein Messer mit sich führen. Und zwar also ein schönes Messer, ein Springmesser. Mhm. Ja. Und ich mich gefragt habe oder auch mit denen diskutiert habe, ist es doch wahrscheinlicher, sich selber zu verletzen, dass man, als wenn man jemanden anderen, dass man das abwehrt. Nicht? Aber so dieses Gefühl, ich will sicher sein. Wenn ich Süchtige im Gefängnis befrage, warum es zu dieser Messerstecherei gekommen ist, warum es ein Messer mit sich führen, höre ich regelmäßig die Antwort, ja, zum Apfelschneiden, haben Sie das nicht mit? Ich meine, wenn das einmal kommt, ist das noch witzig, aber wenn das immer wieder kommt, was ich damit sagen will, ist, im Suchtgiftmilieu hat man das ganz selbstverständlich bei sich, einerseits als Utensil, andererseits als Verteidigungsgründen. Und wenn wir an den geschupften Pferd denken vom Qualtinger, die Mitzi hat auch im Taschel das Messer mitgehabt. Also das Messer ist einerseits der verlängerte Arm des Mannes, weil es ja häufige Tatwaffe ist, auch bei den Beziehungsdelikten oft, oder weil es überall herumliegt halt auch. Und andererseits ist es ein Zeitzeichen, das muss man auch ehrlich sagen, dass offenbar die Menschen und die Frauen sich nicht mehr so sicher fühlen und lieber etwas mit sich führen, was sie gar nicht bedienen können, nämlich hauptsächlich vom Gefühl her, man hat etwas, wo man sich verteidigen könnte. Also so sehe ich das. Weil ich es eben auch da jetzt lese, Nervenkitzel, junges Brüderpaar über viel Sportgeschäft mit Machete. Das ist so das Nächste, oder? Also da müsste man dann auch Macheten und Messer generell verbieten oder da kommen dann vielleicht auch ein Schraubenzieher dazu, oder? Ja, das ist ja, Machete ist ja grundsätzlich eine Waffe. Ja. Und wenn man das Führen von Waffen im öffentlichen Raum verbietet, dann ist auch das verboten. Ja? Mhm. Ein Verbot alleine garantiert natürlich noch nicht, dass jetzt niemand das mit sich trägt. Ja? Aber es ist schon ein ganz deutliches Zeichen der Gesellschaft, was man eigentlich will. Und es ist natürlich auch für die Polizistinnen und die Polizisten, die Exekutive vor Ort, vielleicht dazu exekutieren, sich noch nicht lange überlegen zu müssen, an welchem Ort ist das, welche Voraussetzungen liegen davor. Sonst da gibt es ganz klare Regeln. Und an die Regeln hat man sich auch zu halten. Und was die Frage von Verteidigung angeht, gibt es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und Mittel. Ja, wenn man an technische Alarmanrichtungen denkt, wenn man an Pfefferspray denkt, ja, wo ich ja vorher schon gesagt habe, da kann man natürlich über Ausnahmen nachdenken. Ja. Und da gibt es sehr viel, was wir in der kriminalpolizeilichen Beratung natürlich auch immer in den Vordergrund stellen. Aber mir geht es sozusagen darum, sich grundsätzlich einmal die Frage zu stellen, ist es gut, wenn man grundsätzlich bewaffnet im öffentlichen Raum herumläuft? Ja, das ist irgendwas, was mir nicht logisch erscheint. Und daher sage ich nicht nur in meiner Funktion als Polizeipräsident, dass ich das für sinnvoll erachten würde, sondern als Staatsbürger, auch als Vater von Kindern, ja, die jetzt schon erwachsen sind. Aber das ist grundsätzlich was, sollte man reden drüber. Jetzt ist aber auch so, weil es da auch eben der Fall der Afghane, der diese 3-6 Arbeiterinnen da auch ermordet hat in Wien, dann ist oft auch der Fall, dass die sagen, naja, ich habe Stimmen gehört oder in diesem Fall, er ist verhext worden etc. Wie kann man das tatsächlich auch unterscheiden, ob das dieser Mensch so gefühlt hat oder ob das vielleicht auch eine Strafminderung ist? Sie meinen, ob er krank, ob er schuldunfähig ist aus psychiatrischer Sicht? Naja, ich meine, Stimmen hören ist keine Rarität, beeindruckt immer Laien, ist aber für uns Psychiater gang und gäbe, ich höre das jeden zweiten Tag, dass irgendjemand unter Einfluss von Stimmen etwas gemacht hat oder gemacht hätte. Die Frage hier ist zu prüfen, ist das Stimmenhören ein krankhaftes Symptom einer Gesamterkrankung? Das muss man psychiatrisch feststellen.
dann ist es natürlich so, dass man sich fragen muss, wie hängt diese Erkrankung mit der Tat zusammen? Es kann ja noch immer jemand krank sein. Früher haben manche auch da psychisch Kranke zum Beispiel gesagt, sie haben Stimmen gehört, dass sie das Radl stehlen sollten. Also so ganz wahrscheinlich psychiatrisch ist das ja vielleicht nicht unbedingt gewesen. Ja? Mhm. Aber die frühere forensische Psychiatrie hatte so einen breiten Mantel der Schuldunfähigkeit über alle psychisch Kranken gelegt und gesagt, also alle Delikte fallen darunter. Wir machen das nicht mehr so. Mhm. Das heißt, wir schauen ganz genau, ist dieser junge Mann, der diese Tat begangen hat, im Tatzeitraum, war er in einem Zustand, der einer Geisteskrankheit entspricht, allein Stimmen hören ist zu wenig. Gibt manchmal bei Gericht ein bisschen ein Problem auch, muss man sagen, weil die Beschuldigten das und die Angeklagten das natürlich sehr ausbauen. Ja, ich habe Stimmen gehört, wenn ich einem anderen ein Handy geraubt habe. Die Stimme hat mir gesagt, nimm es, du musst es nehmen. Beeindruckt mitunter, ist aber psychopathologisch in den meisten Fällen völlig vernachlässigbar, weil oftmals Stimmen eigene Gedanken sind, die einfach laut gehört werden oder wo man gar keine Stimmen hat und man sagt es. Also hier muss man nachschauen, hier sind einige Sachen, die ein bisschen auffällig sind natürlich, ja, wo die Frage ist, liegt hier eine Krankheit vor, liegt hier eine Grundhaltung vor, die gewissermaßen etwas im Außenraum eliminieren möchte, was man sonst nicht eliminieren kann. Also das sind alles Fragen, das muss der Gutachter klären jetzt. Ja? Das heißt, ob man zurechnungsfähig ist oder unzurechnungsfähig? Na, da gibt es im Strafgesetzbuch mehrere Merkmale, entweder eine schwere psychische Erkrankung, eine Geisteskrankheit sozusagen, wo die Handlungsfähigkeit grundlegend beeinflusst war, auch die Einsichtsfähigkeit oft aufgehoben ist, oder was schon seltenst vorkommt, eine schwere Intelligenzminderung. Früher hat man Schwachsinn gesagt dazu, die kann nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden, sieht man heute gar nicht mehr fast. Mhm. Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, wie das so schön heißt, Dämmerzustand, Vollrausch, sehen wir immer wieder auch unter Drogeneinflussdelikte, auch Gewaltdelikte natürlich. Und dann eine schwere Erkrankung, die einer Geisteskrankheit gleich ist. Das heißt, in den sozialen Auswirkungen so ist, dass der Betroffene maßgeblich beeinträchtigt ist und daher auch seine Handlungsweisen unter dem Diktat dieser Erkrankung erfolgt sind. Mhm. Das ist eine forensisch-psychiatrische Beurteilung, die man machen muss, eben in meinem Beruf. Und das hängt, Stimmen hören allein oder nicht, das also das zieht nicht mehr? Nein, okay. Das sagt nichts. Alles klar. Ja, ich sage mal vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir sind schon am Ende angekommen. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag um 22.15 Uhr. Boom. 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 Boom.